Großbritannien, das 10. Rennen der Saison. Wir sind grob an der Hälfte angekommen und damit herzlich willkommen zu FH 2019. Wir sind wieder dabei. Heute mit dem freien Training. Ja, mal gucken, was heute drin ist. Oder dieses Wochenende überhaupt. Natürlich ein Sieg wäre schön für das Team. Weil Heimrennen und so. So. So, mal gucken. Würde mich nicht wundern, wenn das regnen würde dieses Wochenende. Nein, es wird trocken. Qualifying zumindest. Und Rennen, das ist das Wichtigste. Gut. Gucken wir mal, was wir noch entwickeln können für das Auto. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Was will der denn da entwickeln? Ich will nur einen guten Sprung machen. Machen wir das doch. Dann haben wir da was rein. Was haben wir denn da? Position des Gewichtsverteilung. Okay. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Gut, dann gehen wir rein ins erste Freitraining. Willkommen bei einem aufregenden Formel-1-Wochenende. Die heutige Trainingssession findet in Silverstone, Großbritannien, Home of Motor Racing, statt. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Der alte Kurs hatte viel Freude bereitet. Aber mir gefällt das neue Layout auch. Die neue Abbey ist schneller als vorher und irgendwie fehlte dem Kurs immer ein eher langsamer technischer Abschnitt. Die Kurven bei Village und Loop liefern genau das. Also ja, ich bin ein Fan und dazu bietet das neue Layout mehr Überholmöglichkeiten. Genau so ist es. Ja, meiner Meinung nach sollte man Rennen mal oder Strecken mal so lassen, wie sie eigentlich letztendlich sind. Das gehört, ist echt hier auch in Silverstone und so, es ist auch in Hockenheim zum Beispiel so, da hätte ich auch gerne die alte Strecke mal behalten. Aber wie gesagt, die Formel 1 geht mit der Zeit und manchmal sind auch Zeiten für Veränderungen. So, gucken wir mal, wie das überhaupt aussieht am Trainingtag, an den Trainingstagen, beziehungsweise heute am Training. Training 1 trocken, Training 2 trocken, Training 3 leicht Vernis, aber nach 20 Minuten trocken und dann haben wir es. So, jetzt kann ich mal mein Setup einsetzen. Wo ist denn Großbritannien? Da. Gut, dann gehen wir rein. Ins freie Training. Nein, wir sind Freitag heute. Wir sind Heimrennen fürs Team, also für McLaren zumindest. Doch, fürs Team ist richtig. Weil der Motorenlieferant kommt ja aus Japan mit Honda. Aber da wollen wir jetzt erstmal. Ja, mit Renault, schon aus Frankreich natürlich. Guck ich jetzt auf Honda. Wochenende wird ja Gott sei Dank wieder gestreamt. Ich glaube, Samstag kommt Australien dran und Sonntag weiß ich jetzt gerade noch nicht auswendig. Melde ich mich sofort, sobald ich irgendwie eine Information habe. Gut, dann fahren wir mal ein bisschen rund um Silverstone. Auch eine schöne Strecke, ich mag sie auf jeden Fall. Nach dem ziemlich perfekten Wochenende aus Österreich wollen wir natürlich hier ein ebenfalls schnelles fahren und das ist, da ist jemand, der durchaus was dagegen hat, nämlich Lewis Hamilton, der Lokalmatador hier. Neben Lando Norris übrigens. Der sitzt ja am Alpha, der wird wahrscheinlich hier nicht viel Siegchancen haben, aber mal gucken, ob es möglich ist. Und wir haben natürlich auch was dagegen, wir wollen natürlich das Ding hier, klar, mitnehmen, aber ich will ja alle Rennen gewinnen in der Saison. Das wäre ja auch schön, aber naja, mal gucken. Verstehen wir es wahrscheinlich eh nicht, aber
So, mal gucken. Erste Runde. Reicht es für die Beste zu fahren? 32,6. Jawohl. Ah, das war eine Rausgift. Das ist unser Teamkollege. Das ist blöd, dass wir jetzt genau in dem Moment rauskommen, wenn wir... Upsi. Na, dann ist die Runde wahrscheinlich eher im Arsch. Aber versuchen nochmal was zu retten. Und wenn, sind das nur Testkilometer. Hamilton, 32,5, Lewis Hamilton, da muss man nochmal ran, an die Runde. Sag ja, der ist angestachelt, der will das Ding klar gewinnen. Dann haben wir übrigens auch noch Alex Albon, der jetzt momentan auf 3 steht, allerdings in London geboren, aber in... Seine Rennlizenz liegt in Thailand, von daher... Aber auch dem rechne ich wenig Chancen an. Und wir haben jetzt natürlich die Bestzeit im zweiten Sektor. Mal gucken, was jetzt irgendwie gerettet bekommt. 32,5 hat Lewis Hamilton. Mit der eigentlich verkorksten Runde. Wird es wahrscheinlich doch was werden. Dann wird das wahrscheinlich 32,2 werden. 32,3, da haben wir nochmal was liegen lassen. Der letzte Kurve. Aber neue Bestzeit auf jeden Fall. Wir sind wieder vorne. Da, wo ich mich am liebsten sehe. Klar. Na, jetzt ist die Runde sowieso durch, weil wir runtergehen müssen, um E-Eis zu sparen. Ja, die Runde ist eh durch. Von daher ist es... Vielleicht kriege ich es doch irgendwie doch hin. Ja, alles gut. Die Runde wird eh nicht werden. Doch noch mitgenommen. Minimal, aber trotzdem. Wir haben dann tatsächlich die 32,2, die wir haben wollten. Und wenn auch nur knapp. Wie gesagt, der Hamilton, der legt zurück. Der wird auf jeden Fall mal nach vorne. Naja, dann sind wir durch mit dem ersten freien Training. Ja, zweiter Sektor haben wir es geholt. Ja? 38,3 gegen 38,5. Das ist knapp, aber reicht vorne. Schaffen wir es? Schaffen wir es? Sogar noch? Oder holt sich der Hamilton nochmal eine Bisszeit irgendwo? Nö. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu machen. Richter, Bottas und Lewis Hamilton. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, da habe ich ja doch jeden vergessen. Devin Butler, der ebenfalls mit dem Heimrennen fährt, genauso wie George Russell. Also das sind einige auf jeden Fall, die hier quasi zu Hause sind. 1, 2, 3, 4, ja quasi 5 Fahrer. Gut. Ja, Hamilton war sogar zu Hause von seinem Teamkollegen geschlagen, also Bottas. Dann sogar noch auf 2. Wäre auch nur knapp von der Mercedes. Das ist nicht so deutlich wie in Österreich. Hier ist einiges knapper, aber wie gesagt, das reicht.
ganz vorne zu stehen. Zumindest im ersten freien Training. Da sind wir jetzt nämlich mit durch. Dann gehen wir jetzt nämlich gleich ins zweite freie Training, was am Anfang ein bisschen nass sein wird. So die ersten 20 Minuten oder so. Ja. Aber wie gesagt, da müssen wir mit leben. Ich hätte jetzt erwartet, dass das ganze Rennwochenende regnet. Aber das tut's nicht. Das ist gut. Ich fahre sowieso lieber am Trockenen. So, dann gehen wir rein ins zweite freie Training. So, gut. Dann fahre ich eine Runde auf den Soften. Wobei das gut ist, es ist tatsächlich doch trocken. Ich hatte jetzt erwartet, dass jetzt ein bisschen Regen dabei ist. Das heißt, wir fahren jetzt tatsächlich ein paar Runden mit dem auf den Soft. Und dann fahren wir die auch nochmal im dritten Training. Die andere Reifen werden eh nicht zur Wahl kommen. Für die Renndistanz. Das wird eh nicht da, wird eh rot-gelb werden. Alles andere bringt nichts. So, auf geht's. Ein bisschen konzentrieren gerade mal. Weil diese Ecke hier, die ist nicht so ganz ohne. Da habe ich mich ein bisschen verzögert. Da habe ich gedacht, es ist eine Rechtskurve. Es kam aber eine Linkskurve. Da müssen wir gleich in der zweiten Runde nochmal ran an diese Ecke. Runde alles andere als perfekt hier. Da wir wahrscheinlich gerade die einzigen mit einer gezeiteten Zeit sind wir nicht. Carlos Sainz vorne, unser Teamkollege. Wäre auch schön, wenn der mal wieder dicke Punkte mitnehmen würde. Der hat nämlich auch nur, glaube ich, 8 oder so. Die meiste Arbeit mache ich momentan fürs Team. Eins, auf jeden Fall Bestzeit. Die verzeihen es ebenfalls die Zeiten. Weil der 33 oder 32 irgendwas gefahren ist. Lass inzwischen echt Zeit liegen. Wenn wir bis zum Sektor 2, da haben wir ein bisschen rausgeholt gerade. Wobei das reicht auch nur mit 2 Runden. Ja. Die lassen wir auf jeden Fall wieder liegen. Reicht nicht, um eine Bestzeit zu setzen. Aber ich versetze mal eine Runde. Bestzeit wird es eh nicht werden. Da
ist ein Auto. Das ist ein Toro Rosso, glaube ich. Ja, ist auch einer. Ich sehe eher sparen, deswegen komme ich momentan auch nicht ran mit diesem niedrigen. Das ist Butler. Fuel is marginal. Box within two laps. Come in this lap, please. Box this lap. Der momentan auf 19 fährt. Aber jetzt gleich noch Zeit setzen wird. Nein, er wird keine Zeit setzen. Er hat noch keine Zeit gehabt. Und man merkt einfach, dass der Toro Rosso dicke Power auf der... Boah, Alter. Das war auch von mir mein Fehler. Gut, da wollte ich ein bisschen zu viel. Ich wollte nämlich irgendwie noch vorbei annehmen. Wenn es auch nur näher zum Training ist. Aber wir gehen mal zurück in die Garage. Dann sind wir nämlich durch mit dem zweiten freien Training. So. Die Zeiten momentan aus da vorne. Vor guter Rutsch bevor Verstappen. So far our fastest lap is a 1 minute 31.1. Hamilton auf 6 auf Medium. Dann haben wir das. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Verstappen und Valtteri Bottas. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Mhm. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir das zweite Training durch. So, gut, Training 3. Da, ich soll zu regeln. Training 3, nicht 2. Okay, gut zu wissen.
Geht dich wirklich trocken? Jetzt. Noch ein paar gescheite Rundenzeiten fahren können. Auf geht's. So, gucken. Haben wir noch eine Zeit gesetzt bekommen? Schön windig hat mich das Auto vor uns. So, wie die alle ihre Zeit verbessern da vorne, aber mal gucken, was unsere Zeit sagt. Klar vorne. Was war der denn hier? Plötzlich habe ich das Auto da vor mir. Ja, da ist die Runde sowieso am Arsch. Ich spare ein bisschen. Ja, egal. Garage und gut ist. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Die Session ist abgeschlossen, also Vierter. Sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Vettel und Pierre Gasly. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. War eh nicht gut die Runde. Aber egal.
Also, hab jetzt wirklich alles trocken. Und dann sehen wir uns morgen wieder.